Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem Online-Multiplayer mit mir, eurem Ninja Shitendo. Die News ist statt die gezeigten Runen in Kommandos, integrierte Salution. Wir kommen nun zu den aktuellen Standkampfarenen. Die aktuelle Standkampfarene ist die Gipfelstation. Wir haben die Murentürme mit bei den Standkampfarenen dabei. Wir haben den Rangkampfarenen, haben wir die Tümmlerkuppel und die Anchobit Games HQ dabei. Und das waren auch schon die Nachrichten. Dankeschön, dass Sie eingeschaltet haben. Bleibt spritzig. Ja. Wir sind wieder hier, ne? Und wir spielen wieder Standardkampf. Wir brauchen erstmal wieder eine Standardwaffe. Und die holen wir uns mal kurz. Hallo, 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 da Waffe da mal sein. Ja, ich mach mal Stopp. Wir nehmen heute den Calligraph Fresco anlegen. So, und ne, jetzt ist ein bisschen klein, dass ich die Waffe habe. Ich möchte nur gucken, ob ich die auch wirklich hatte. So. Okay, damit gehen wir in die Lobby mit einem Klick und in den Standardkampf rein. Ja, ich bin auch hier an den Yoshi-Tendo und finde, dass ihr es eingeschaltet habt. Jo. Gut, Kämpfe werden gesucht. Ja, mal wieder Standardkampf. Ich war mir unsicher gewesen, ob ich nochmal eine Splatoon-Aufnahme machen sollte vor dem Update, denn es steht bald nochmal wieder, man muss sagen, wieder ein Splatoon-Update an, obwohl das ja hieß, wir machen keine mehr, aber nein, sie können nicht loslassen, zugunsten von uns. Und ja, wir kriegen bald noch ein Update und ich war nicht sicher, ob ich da vor dem Update machen sollte oder nach dem Update. Ich musste vorher noch mal eins machen, sonst hätte ich einen Tag leer gehabt. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, eigentlich vielleicht doch, aber ich habe jetzt eins davor gemacht. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten zwei Parts noch mit 2.6.0 spielen und dann erst mit 2.7.0. Aber ich meine, es gibt eh nur ein paar Waffenänderungen und so weiter. Ne? Jo. Und wir sind bereit. Obwohl, man muss ja wieder sagen, es kann auch sein, dass dann schon wieder die nächste Splatfest-Ankündigung wieder kommt. Die dürfte ja auch schon wieder bald kommen. Oder hätte eigentlich schon... Doch, die dürfte eigentlich so nächste Woche nicht. Die hätte schon kommen müssen. Okay, dann haben wir wohl wieder einen 4-Wochen-Zyklus oder ist das noch alles im Rahmen? Ich weiß es nicht. Nein, wir werden auf jeden Fall bald wieder ein Splatfest haben. So viel steht fest. So, wir haben hier den wunderbaren Calligraph Fresco. Und mit dem können wir ja wunderbar viel Tinte machen. Und wie wir ja auch wissen, okay, da habe ich bekommen. Wie wir ja auch wissen, am 2.7.0 Update kommen ja 8 neue Waffen zu, glaube ich. Die ja von Sheldon, wie der im Englischen heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie im Deutschen heißt hier unser Typ, ausgesucht worden sind und denen nochmal ein paar Special Weapons ausgesucht worden sind und nochmal ein anderes Design gegeben haben, den Waffen. Die sehen jetzt mehr interessanter aus, die Waffen auf jeden Fall. Und ja, gucken wir mal, was die dann so können, die Waffen. Warum geht denn das nicht? Aua, ach, da waren Tintferno, habe ich nicht ganz aufgepasst. Ja, Tintferno erledigt, sehr schön. Und es gibt auch wieder ein paar neue, es werden mal wieder ein paar Waffen genervt, beziehungsweise auch wieder verbessert. Also mit meinen Endsamper, den ich ja mal hauptsächlich benutze, ich glaube, da gibt es auch wieder nur was Neues, wird, glaube ich, wieder hinzugefügt. Beziehungsweise was Positives wird da geändert. Und bei anderen Waffen zum Beispiel, da wird wieder ein bisschen was genervt. Ne? Muss ja auch sein, nach so einer langen Zeit mal wieder ein paar Waffen zu nerven. Aber ja, mal gucken, wie das Update sein wird, wie groß sich das da auswirken wird, diese Funktion. Komme ich hier noch hier rüber? Komme ich? Ah, schade. In der Luft habe ich getroffen, nicht schlecht. Das war gut. Aber ja, ich freue mich drauf. Aber natürlich wird es keine neuen Maps mehr geben, weil sie haben selbst gesagt, wir haben genug Maps. Warum sollten wir noch mehr Maps machen? Sonst würden wir einen Überblick verlieren. Gut, man muss auch sagen, es sind viele Maps da. Es ist halt nur mit dem Zyklus mal so eine Sache, weil immer nur zwei Maps drankommen. Und deshalb kommt das meistens ein so wenig vor. Was haben wir eigentlich als... Ach, wir haben eine Bombe. Okay, wir haben die Bomben. Wo ist der Typ hin? Ah, da ist der Typ hin. Okay. Der war irgendwo da in der Ecke. Genau, da in der Ecke ist er. Hallöchen. Okay, der ist auch weg. Wunderbar. So, man muss natürlich, man kann auch den Calligraph Fresco natürlich die ganze Zeit so ZR gedrückt lassen. Da macht man halt so eine Spur. Aber es ist deutlich effektiver, die ganze Zeit zu hüpfen und dann hier die ganze Zeit den Pinsel zu schwingen. Ja, man muss den Pinsel schwingen hier. Hallöchen. Na gut, Ellie hat mich erledigt. Gute Ellie hier. War nicht schlecht von ihr. Gut. Wir haben noch 20 Sekunden. Sie sind im Gefahrenmodus. Heißt, wir führen. Was steht denn da oben Schönes? Let's go. Das sieht auch ganz gut gemalt aus. Sehr schön. Ich finde schade, dass die das echt nicht bei Mario Kart 8 gemacht hatten. Diese Miiverse-Funktion mit den Werbungsdingern. Das wäre irgendwie voll cool geworden. Oder wäre eher nervig geworden, wenn es in Mario Kart 8 so Miiverse-Tafeln hätte gegeben hätte. Hm. Ich meine, es gibt ja Werbung. Also Fake-Werbung in dem Spiel.
Und ich meine, so Miiverse-Post noch so, wäre doch cool gewesen. Naja, egal. Wir haben gewonnen. Wunderbar gewonnen mit 57 zu 30. Also sehr gute Leistung. So stelle ich die Waffe gar nicht. Die können wir gerne nochmal verwenden. 3,5 auch. Ist okay. Ja, vielleicht machen wir einen ganzen Part damit voll, die Waffe. Weil die ist nicht so schlecht. Die geht wenigstens noch. Damit kann man Spaß haben. Also in meinen Fällen. Benutzen wir einfach mal weiter. Jo. Spieler werden gesucht. Und zack. Nächstes Musik. Das ist super. Warte mal, wie heißt der im Englischen? Warte mal, nee, steht nur die englische Version, ne? Nee. Ja. Naja, egal. Hallo? Also ich hab drauf gedrückt. So. Musik. Dankeschön. Ja. Ein bisschen Musik hätte ich mir vielleicht auch nochmal gewünscht als Update, weil Musik ist eigentlich nicht schwer zu machen. ja gut, man muss die Idee haben, aber ich meine, Splatoon hat ja gerade diesen krassen Style, was so, ne? Also ich hätte mir vorgestellt, da kann man auf jeden Fall noch ein paar Musikthemen, könnte man machen. Aber gut, wir kriegen halt Waffen und Nerfs und Buffs und so. Und ein paar Map-Anpassungen wieder. Darunter auch unser Sorgenkind von Splatoon, Bohrinsel Nautilus. Das ist ja echt so ein Sorgenkind von Splatoon, weil man muss echt sagen, das ist so die unbeliebteste Map. Beziehungsweise es ist die unbeliebteste Map, die in den Map-Pool kommt. Und wenn es dann mal in den Map-Pool kommt, dann ist es meist nur Splat Zones, also Herrschaft. Weil es gibt so eine Statistikseite, dann kann man sich anschauen, wie oft eine Map vorkam im Monat. Und sie ist echt, das ist echt so die einzige Map, wo immer nur Splat Zones kommt. Und mehr nicht. Und Turmkommando gab es schon seit 4 Monaten nicht mehr. Und Regenfisch sag ich schon. Operation Goldfisch gab es auch schon sehr lange nicht mehr. Ja, das ist so die größte Sorgenkind-Karte hier, muss man leider sagen. Aber die gefällt halt auch, glaube ich, viel nicht, die Map. Aber man weiß auch nicht genau, warum. Na gut, das ist halt dieses, die haben halt dieses vertikale Design da auf der Map. Dass links und rechts halt Leute starten. Hallöchen, wie geht's? Hallöchen, ist hier noch einer? Ne, ist keiner mehr. Ich meine, die haben ja dieses Links-Rechts-Design von der Karte, dass die Teams halt links und rechts spawnen. Und dann gibt's halt vorne so diesen fähigen Turm. Und halt noch woanders. Oh, das... Ah, da ist halt links. Hallo, was geht, Freunde? Schade. Ich habe doch den Set Ninja erledigt. Sehr schön. Also ja, das ist halt auch eine komische Map, muss man halt sagen, ne? Gerade noch damals in der im E3-Trailer, da war die ja noch ganz anders gewesen. Ich glaube, da hatte sie sogar ein Gebäude gehabt, wo man reingehen konnte. Oder beziehungsweise einfach nur eine Plattform, eine ganz große, ohne Kisten, genau. Und ja. Hat sich ein bisschen was geändert, auf jeden Fall. So, hier, der hat keine Chance. Ach, der ist schon, der ist noch nicht tot. Ich glaube, der lebt ja noch, der Typ. Na, egal. Au, au, au. Schaden bekommen ist nicht gut. Aua, aua, aua. Au, ja gut, schade. Der Ninja. Ach ja, der gute Ninja. Na gut, Sniper halt, ne? Ich find's schade, dass ich als Subweapon nur eine Bombe hab. Und okay. Müssen wir mit leben. Lalalala. Jo. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegner? Also hier sieht man auch, wie wir dominieren. Ich glaube, sehr groß, wie man das ja auch wieder sieht. Wie gesagt, hier müssen eigentlich die Gegner stehen. Im besten Falle. Und wie man sieht keine Gegner. Ja, woran könnte das nur liegen? Hallöchen. Weg mit dir. Tut mir leid. Musste leider sein. Ich meine, die Map hat ja auch mal ein Rebuild bekommen gehabt. Aber da frage ich mich, warum. Ich meine, ich fand die alte Version gar nicht so... Okay, vielleicht ja. Vielleicht war es ein bisschen zu dünn gewesen, diese Eingänge. Ja, kann ja sein. Aber ich fand es eigentlich nicht schlecht. Ja. Bisschen schade. Also, die Map hätte ich mir gerne alt gelassen eigentlich, weil die neue Version ist halt auch so, ja, schade. Also, wäre cool, wenn sie so beide Versionen gelassen hätten. Wäre irgendwie ganz lustig gewesen. Naja. Lalalala. Ja, also hier wird nicht mehr viel passieren. Aber hätte echt Spaß mit diesem Pinsel einfach mal hier so rumzuschwingen. Und einfach mal ein bisschen Farbe zu verteilen. Und die ganze Zeit immer hoppen und so, und das war's auch schon. Zu hüpfen und den Pinsel zu schwingen. Na, ja.
Und wir haben natürlich gewonnen mit 46 zu 23. Ich glaube, wir hatten gerade 46 zu 30. Ja, wie man sieht, die Gegner hatten echt nicht so viele Chancen. Und wir haben noch ein ganzes Gebiet gehabt, das nämlich oben gewesen war, weil wir noch nicht gepainted hatten. Also angemalt hatten. Das ist schon interessant. Und jetzt hatten wir 5-3 gehabt und beim letzten Mal hatten wir umgedreht gehabt. Also wir sind besser geworden mit dem Pinsel. Ja. Das kann man so sagen. Wir machen den nächsten Kampf. Wir haben ja auch noch eine andere Map derzeit da. Das sind die Moränentürme. Die wunderschöne Moränentürme-Map. Ja. Und dann geht es ja im nächsten Part weiter mit dem Revierkampf. Mit dem Rangkampf. Da haben wir ja derzeit Split Zones, also Herrschaft. Und wir sind Rang A plus 86 Punkte. Es könnte sein, dass wir im nächsten Part vielleicht den S-Rang erreichen. Das wäre schon der Hammer. Ich mache mir noch nicht zu viele Hoffnungen dafür, weil man muss irgendwie eine gute Runde haben. Weil es gibt manchmal Runden, da bist du einfach gut, manche Runden sind einfach schlecht. Und wir werden es ja dann sehen, was wir dann genauer sind. Ja, mir ist noch aufgefallen, ich lade gerade noch hoch. ich muss für die nächste Folge auf jeden Fall noch den Upload ausmachen. Damit wir auch die optimalen Internet-Voraussetzungen haben. Jetzt ganz vergessen. Aber hier haben wir gerade gar keine Lecks und das gefällt mir gerade. Oder haben wir hier Lecks? Habt ihr irgendeinen Leck bemerkt? Hallöchen, was geht so, Freunde? In der Luft getroffen, das war wieder schön. Zwei Elite. Mhm. Schön. Das freut mir. Licht. Sag mal, der Typ da, der soll nicht die ganze Zeit so rumstehen, der soll angreifen. Eine Verteidigung brauchen wir nicht. Oh, hier ist ein bisschen blau. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ist hier. Okay, die haben hier das. Okay. Stimmt, die Map wurde hier ein bisschen angeglichen. Warte, der dürfte mich kriegen. Ah, hat mich nicht ganz bekommen. Das ist ein Kotzen da, ne, diese Leute. Warum kriege ich den Schild nicht? Dankeschön. Oh, weg. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Mit zwei Bomben, wie geil. Und jetzt kommen die Typen. Ach, der versteckt sie nur. Ach, keine Ahnung, wo der Typ jetzt hin ist. Ist mir ja auch egal. Jedenfalls ist er weg. Das ist alles erzählt. So, wir haben jetzt auch wieder wissen, was. Okay, ich weiß, hinter mir ist ein Sniper, glaube ich. Oder ist hinter mir gerade ein blauer sogar? Ich weiß nicht. Nee, ein Oranger sogar. Sehr schön. Warte, da war so BD, glaube ich. Wieso treffe ich den nicht? Voll schade, ey. Oh, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Oh, da kam ein blauer. Den habe ich nicht gesehen. Ach, schade. Haben wir ein bisschen für Unruhe gesorgt auf der anderen Seite. Das war gut. Okay, hier hat einer echt perfekte Leistung erbracht. Der hat einfach alles vollgemalt. Und der Typ macht auch noch weiter damit. Oh Gott. Also spielen wir also 3 gegen 4. Hm, na toll. Ah, ist natürlich nicht so geil. Oh, da ist schon wieder der Typ. Sniper sind hier echt doof in der Map, muss man sagen. Autsch, autsch. Aber der Dings trifft er mich gerade nicht so gut. Ja, jetzt ist der Typ weg. Na egal, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Da ist der andere Typ schon wieder, der mich gesehen hat, da hinten. Okay, ich habe 2 Leute getötet. Sehr schön. Den dritten krieg auch noch. Ne, den dritten krieg ich nicht mehr. Der hat sich verzogen. So eine verzogene Laus. Eine Maus, oder? Verzogene Maus? Keine Ahnung. Na. Okay, wow. Der hat von oben gerade auf mich gezielt. Sehr schön. Das war gut von dem. Muss ich sagen. War gut. War gut gespielt. Ja. Aber das ist echt interessant, wie viel Farbe man noch mit dem Pinsel macht. Aber macht schon, ist irgendwie eine ganz andere Strategie, muss man sagen. Aua, 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 aua. Das ist schlecht für mich. Weg damit. Wunderbar. Oh, jetzt wird ja noch ein bisschen blau die Map hier zum Schluss. Auch nochmal hier so zum Schluss. Bisschen blau, weggemacht. Wunderbar. Wir schauen uns den Endstand an und sieht auf jeden Fall ja knapp aus. War knapp mit 4% knapp. Ne, 5%. 5,3 um genauer zu sagen, haben wir gewonnen. 1024,43 ist ganz okay. Und ja, der Quaker, der hat einfach nichts gemacht. Wie man sieht, auch nur 430 Punkte. War nicht ganz so gut von dem gespielt. Gut, wir machen noch ein Ründchen und dann hören wir auch schon wieder auf. Yeah. So, wir sind eine flotte Sprotte. Das freut mich. Anderes Lied. Ah, aber auch nicht. So, wir haben derzeit besser als aber Newbie Nation.
Kang Ninja, Savage, Quagga, Set Ninja. Ich habe das Gefühl, diese Sternleute sind gerade ein Clan. Weil sonst kann man gerade nicht anders vorstellen, warum die einen Stern da haben vor dem Namen. Naja, letzter Game Match. Revierkampf auf der Digimon Station. Wir haben einen Sniper. Oh, was sind zwei Sniper? Okay. Auf der Map etwas komisch. Aber wenn sie meinen, dann meinen sie es halt, ne? Oh, lalalala. Hallöchen, 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 Hallöchen. Wir machen alles orange. Irgendwo muss der Sniper landen sein. Ha, getroffen. Oh, ich habe zwei sogar getroffen. Sehr gut. Das war gut gewesen. Da war ich gut. Das war eine gute Leistung, fand ich. So. Boah, hier. Splatzons war damals auch mal so geil gewesen hier, die Mitte, ne? Boah, wir auch schon. Digga-Mann-Station habe ich auch schon länger nicht mehr im Revierkampf, Gangkampf-Pool gesehen. Oh, da wollte mich einer überrollen. Das war aber nicht so nett. Und ja, auch mal schön die Bäume anpainten, ne? Soll ja Glück bringen. Nach der Splatoon-Community. Ach ja. Ja. Deshalb haben sie auch echt die Bäume verschoben. Damit man die nicht mehr anfangs anmalen soll. Weil die Bäume waren ja noch am Anfang gewesen. Dann wurden die ja entfernt in die Mitte. Warum? Ich denke, weil echt Leute gab und die dann einfach den Teamfluss, halt behindert haben. Dadurch, dass sie den Baum halt angemalt haben. Ist der Baum hier weg. Oh Mann, armer Baumi. Aber jetzt hat er einen neuen Ort bekommen. Das ist echt bescheuert, weißt du, da am Anfang sind einfach die Bäume entfernt. Ach ja. Das ist schon lustig. Wir machen alles orange oder auch nicht. Aua, 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 ich glaube, ich werde sterben. Na, nicht ganz. Warte, 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 wir haben jetzt... Au. Ach, das ist jetzt doof. Warte, ich lebe noch. Lol, ja, ich hatte geschafft. Ich habe irgendwie noch überlebt. Weil ich weiß nicht genau wie. Und ich habe sogar noch reingetötet. Nicht schlecht. Das war gut. Aber was gerade nicht so gut ist, die Map sieht nicht wirklich orange aus, gerade hier unser Spawn. Der verträgt doch noch ein bisschen Farbe, finde ich. Ich habe leider keinen Sprinkler, sonst würde ich halt ihm die Arbeit übernehmen lassen. Aber ja, gut, ne? Oh, jetzt gerade hier greifen sie nochmal an. Böse, böse. Oh, nee. Oh, nee. Ach, komm. Das ist doof. Tintitan. Ja, jetzt führen die oben auf, wie man sieht. Ja, schlecht, ne? Ja, die haben gerade gut nochmal die Führung geholt. Das muss man leider mal so sagen. Ja, da werde ich auch leider, glaube ich, nichts mehr viel gegen machen können. Vielleicht soll ja mal nach vorne preschen und nicht bei mir die ganze Zeit bleiben. Ja, gerade hier sind die halt total vertreten. Ja, die haben die gerade hier. Ah, das zum Kotzen sowas, weißt du? Aber wenigstens habe ich den. Ich habe wenigstens den Sniper bekommen. Aber ja, das mit dem Schild, da war doof, leider. Okay, die sind gerade echt. Also, Map ist gerade sehr blau. okay, jetzt haben wir gerade den Gefahrmodus links ein bisschen zurückgewichen. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht mehr viel machen können. Es gibt hier nochmal einen Sprinkler, der ein bisschen was übernimmt an der Arbeit. Das ist sehr schön. So, hier nochmal irgendwie versuchen, was zu machen. Alles hier schnell mit Farbe voll machen. Und das war's. Ja. Wir kommen auf diesen Endstand. Und das dürfte wohl... wir noch gewonnen haben, was? Okay. Sah für mich noch mehr blau aus zum Schluss. Also wenn ich jetzt nochmal so schaue. Ja gut, wir hatten nochmal so ein paar Kleckse gehabt, ne? Okay, wir haben gewonnen nochmal. Sehr schön. Wir haben alle Matches gewonnen, diesen Part. Und ich hoffe, dass wir da so weitergehen im Ranked-Modus im nächsten Part. Weil da wird sicher, da wird es wichtig sein, ob wir zuerst aufsteigen werden oder nicht. Und ob wir das werden, sehen wir dann im nächsten Part mit Splatoon. Und ich hoffe, ihr seid jetzt mal wieder dabei. Und bis dann. Sei schau, euer Yoshi Tendo.